Ich begrüße dich ganz herzlich zum zweiten Part von Watch Dogs. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und das Abenteuer mit mir erleben möchtest. Wir haben im ersten Part wirklich mega geilen Scheiß gemacht, Alter. Wir haben nicht nur einen Stromausfall in einem fucking Stadion erzeugt, sondern auch noch ein bisschen gelernt, wie wir mit unseren Fähigkeiten umgehen können. Es ist so krass, es muss doch mega viel Arbeit gewesen sein, für jede einzelne Person hier irgendeine App zu irgendeine Datei zu erstellen. Das ist schon richtig krass. Aber gut, irgendwas willst du ja von Next Gen erwarten, ne? Auch wenn sowas ist. So, wir bewegen uns hier mal einfach ganz unauffällig hier durch, gell? Und wirklich Schalentiere. Mein Beileid. Entkommen Sie aus dem Schiff, verlassen Sie das. Okay. Na dann mal los. Oh oh. Oh, was ist jetzt los? Hoi! Also mal, kurze Ruckleranfälle beim Weg nach draußen. Kann schon mal passieren. So, einsteigen. Wie in jedem vernünftigen... Oh, ich wollte gerade sagen, was ist jetzt los? Wie beim Fahrzeug steuert. Beschleunigen, Bremsen, Rückwärtsgang, Handbremse, nach hinten umsehen. Das sollte machbar sein. Was? Mit Wagen verstecken? Ah, Licht einfach ausschalten. Clever. Boah, die Ruckler, wenn du aus der Stadt, also mal, wenn du mal irgendwie wie dich bewegst, sind ganz schön übel. Cool, also performance-technisch gefällt mir das schon mal nicht so. Ach du Scheiße. Ich muss einfach nur irgendwie weg von den Bullen, ne? Entkommen sie den Cops, yo. Nicht verbunden, okay. Mal sehen, was wir auch so aus so Autos heraus so machen können. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Boah, das Fahrverhalten ist interessant. Da habe ich auch nur Schlechtes drüber gehört bisher. Oh, dafür komme ich ja eigentlich ganz sauber durch. Boah. Das ist komisch, das Fahrverhalten. Also ein Auto steuere ich garantiert nicht gerade. Die einen haben wir fast abgehängt. Und die anderen noch nicht. Ich bin mal gespannt, auf wie groß die Stadt ist. Hier ist es ja ein Open-World-Spiel. Aber die Einbullen machen mich noch ein bisschen fertig. So. Auf der Autobahn. Au! Kann ich auch nicht einfach anhalten. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit mir das Schild was gebracht hat. Das ist natürlich geil, wenn du wirklich jeden Scheiß hacken kannst. So die Ampeln und so. Jetzt haben die anderen wieder aufgeholt. Ah, und ich habe auch nur begrenzt Akku, also ich kann nicht die einfach, wie ich lustig bin, hacken. So. Einfach alles mitnehmen. Ha, schön, die Bullen sind da zu weit gefahren. Aber der Akku lädt sich wieder auf mit der Zeit, okay. Aber Ampel hacken, wie gesagt, bringt mir jetzt schon mal gar nichts. Ich glaube, ich kann sie abhängen. Da ist die Zeit jetzt, wie lange sie mich noch suchen. Wenn ich aus dem Radius raus bin, dann muss ich wahrscheinlich nur das Auto... Oh, Alter, die Ruckler hier. Ah, Flucht erfolgreich. Das habe ich echt gebracht. Endlich haben wir den Verdammten Schuss. So, okay, dann ab zu unseren Gesamterfahrungspunkte. Aha, hier 2,3 Kilometer. Das Folter bringt mich bei Maurice nicht weiter. Also muss ich ihn hinterher kommen. Seine Schuldgefühle fressen ihn auf. Ich gebe ihm ein paar Tage. Dann wird er sich schon hören. Meinst du, ja? Okay, Karte und GPS. Jederzeit möglich, drücken Sie, um eine Weltkarte zu öffnen. Markieren. Anzeige. Schnellreise. Aha. An jeden beliebigen. Zu jedem Fall beliebigen Versteckreise. Gut, das will ich jetzt nicht sofort machen, aber wir gucken uns mal die Karte an. Das sind wir. Wir zoomen mal raus. Oh. Das sieht gar nicht mal so klein aus. Oh. Nee, klein ist es nicht. Das ist schon mal gut. Wir sind hier und wir müssen das Versteck rein. Was haben wir hier? Schalten Sie interessante Orte frei. Wie man ein CTOS-Turm frei. Erreichen Sie zu Fuß den Turm und installieren Sie einen Backdoor und aktivieren. Aha. Hier ist ein Geschäft. Hier können wir uns umziehen. Eine Station. Würde mal jetzt noch interessieren, wo unser Versteck ist. Da hinten scheinbar. Okay. Herstellung, explosive Komponenten.
Also für Geld dann quasi. Könnte ich jetzt hier schnell reisen, sehe ich das richtig? Nee, ne, das wäre auch ein bisschen zu einfach. Aber ich kann mir auf jeden Fall hier so einen lustigen Punkt hinsetzen erstmal. Wahrscheinlich muss ich erst einmal erreichen. Ach, guck mal an, dann wird es unten sogar markiert. Okay, wie praktisch. Oh, da bin ich mal jetzt gespannt an, also muss ich dann die Grafik... Ich weiß, das würde mich jetzt eben interessieren, ob das jetzt an meinem PC liegt, was ich mir fast nicht vorstellen kann, dass es hier so ruckelt. An Fraps, glaube ich, liegt es auch nicht. Das ist halt die große Frage. Liegt das an der Performance vom Spiel? Fragen über Fragen. Das werde ich bestimmt noch rausfinden. Bis hoffentlich schon zum nächsten Part. Ich meine, es geht ja hier soweit, ne? Ich habe ja konstant, nämlich ja ganz gut auf, aber ich versuche es trotzdem ein bisschen zu beheben. Also, die Autos lassen sich wirklich merkwürdig fahren. Okay, was mit dem da hinten passiert? Hat man auch gerade nichts gehört, dass da gerade mega gegen die Leitplanke geknallt ist. Warte mal, wir fahren doch hier an so einem interessanten Ort vorbei, kann es sein? Ah ne, der wäre da oben gewesen. Ah doch, wir fahren eigentlich schon vorbei. Ich glaube, das gucke ich mir gleich mal an. So, Musik im Übrigen. Ich weiß nicht, ob es eine im Spiel gibt, aber mir ist es eh egal. Ich werde das komplette Spiel ohne Musik spielen. Weil ihr wisst ja mittlerweile, ne, Copyright und so. Ich habe keine Lust, dass mir das wieder wie bei GTA 5 das halbe Projekt gesperrt wird. Ich bin nicht so scharf drauf, ne? Just saying. So, da hinten müsste jetzt irgendwo so ein Turm sein. Nämlich hier in der Ecke. Car Deals. Hier müsste das sein. Ups. So, ich parke jetzt. Oh, guck mal. Kürzlich entlassen. Ich kann jetzt jede Person hier hacken. Nee, ne? Aber ihn konnte ich aus irgendeinem Grund gerade hacken. Aber warum konnte ich das? Hast du was zu verbergen, mein Freund? Neues Fahrzeug verfügbar. Aha. Aber das kann ich nicht mit jeder Person machen. Hm. Aber mich würde ja auch viel mehr interessieren... Aha, hier ist eine Kamera. Und dann kann ich von der Kamera aus kann ich auch die Person hacken. Und damit schalten wir auch neue Songs frei, oder was? Aha, von Kamera zu Kamera springen läuft auch. Das finde ich halt schon sehr geil eigentlich. Ich kann auch die Leute im Auto erreichen? Krass. Habt ihr es gesehen? Ihr habt die Ampel gehackt, jetzt sind beide losgefahren und bam, gibt's einen Crash. Cool, die steigen sogar aus. Barkeeper, ganz schön viel Einkommen. Cool. Dann labern die auch. Das ist ganz geil gemacht eigentlich. So, aber mich würde interessieren, ob ich jetzt hier... Kann ich hier irgendwo rein? Weil hier muss irgendwie... Oder was ist denn hier mit dem interessanten Ort? Erreichen sie zu Fuß? Und damit ist dieses große Ding da gemeint. Das heißt, ich muss irgendwie da versuchen raufzukommen. Sehe ich das richtig? Okay, die reden auch so ein bisschen miteinander. Das ist auch schön soweit. Das geht doch dann bestimmt von hier aus irgendwo, ha? Huh? Da haben wir doch schon mal einen Gabelstapler. Du wirst doch da jetzt nicht hochklettern können, oder? Das traue ich dir nicht zu. Das traue ich dir nicht zu. Sieht regelmäßig Sitcoms. Aha, was ist hier los? Aha, 40 und ja. 26. Du bist ja echt hässlich. Was? Ein Callgirl. Ey, du bist ja echt hässlich. Ich hoffe, der hat nicht mich gemeint. Aber machen die da jetzt echt miteinander rum? Cool. Ja, eine lebendige Welt, so muss es sein. Aber ich möchte trotzdem erstmal schauen, was ich jetzt da machen kann. Warte, da hinten ist irgendwas. Lift.
Gabelstapel wieder runter. Ich muss erstmal schauen, dass ich hier irgendwie reinkomme. Ich dachte, dass ich mit dem Gabelstapler wenigstens, wenn ich den aktiviere, dann da irgendwie raufkomme. Hier ist ja überall. Den Lift muss ich danach erst aktivieren. Kann ich hier rüber? Nee, auch nicht, ne? Hm. Das ist die Frage. Von wo? Kann ich hier nicht irgendwie mit dem Auto irgendwie reinfahren? Oder kann ich auf ein Auto drauf? Das würde gehen. Der hat sie wohl nicht alle. Was denn? Bloß weil ich auf ein Auto steige. Was machst du hier? Was zockst du so? Du spielst auf jeden Fall kein Candy Crush. Was spielt der? Ist das ein N64? Nein. Wollte schon sagen. Aha, hier haben wir auch nochmal einen Gabelstapler. Jetzt schauen wir mal. Gehen wir mal hier drauf, aktivieren den Gabelstapler und gehen mal hier hoch. Das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Oh ja, auf sowas stehe ich richtig. Einfach nur erkunden und irgendwas Cooles finden. Das könnte funktionieren. Lift aktivieren, dann können wir nämlich in den Lift rein. Und dann sind wir immerhin schon mal hier. Und mit dem Gabelstapler könnte ich dann wieder raus, quasi. Also entkommen. Das könnte funktionieren, meine lieben Freunde. Yeah, ich glaube, das schaffen wir so. Ha! So, was darf ich jetzt hier machen? Jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwie wieder was folgen. Ah, da hinten haben wir es doch. Entriegeln. And? Das ist jetzt offen. Kann ich jetzt einfach durchgehen? Ja, tatsächlich. Geil. Und Turm freischalten. Nice. Und zack. Jetzt gehört quasi das Gebiet uns. Ah, guck mal, was wir jetzt alles freigeschalten haben. Okay. Neue Sammelobjekte, neue Untersuchungshinweise. Jetzt so schnell konnte ich gar nicht lesen, Alter. Also 13 Türme gibt es. Wenn man 5 Türme freischaltet, kriegt man das Fahrzeug. Saubere Signale, schalten sie alles frei. Privatsphäreneinbruch beenden. Oh Gott, ich glaube, das könnte mir doch richtig gut gefallen. Waffen. Einbruch. Online-Aufträge interessiert mich nicht. Online-Aufträge hätte ich durchaus bei, könnte man im Stream machen. Ab Dienstag darf man sowieso auf Twitch Watch Dogs streamen. Dann könnte man das morgen Nachmittag eigentlich mal machen. Ich kann das ja dann trotzdem in Let's Play-Parts verwandeln, aber dann gleichzeitig machen wir das noch in einem Livestream. Das wäre eigentlich ganz geil. Vermisste Personen finden. Also wenn mich's fesseln kann, dann habe ich da auch Bock, alles zu machen, ne? Aber das weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Ich guck, boah, 0,4% haben wir erst. Oh, wenn es mich fesseln kann, dann wird das noch 100% Let's Play. Kann ich jetzt aber natürlich noch nicht sagen. So, Weltkarte öffnen. Das hat mich jetzt mal interessiert. Da wollten wir sowieso hin. Das wäre jetzt ein neues Versteck, wenn ich das richtig sehe. Und den Rest haben wir gerade hier quasi erkundet. Zum Beispiel Waffengeschäft. Ich glaube, das war schon da. Medizinische Komponente. Sammelbares. Hacken Sie die Sicherheitsinstallation eines Gebäudes, um Ihre Neugier zu befriedigen. Bei einigen können Sie den Profiler nutzen, um drahtlose Signale zu orten und alle CTOS-Kästen nacheinander zu hacken. Bei anderen können Sie den Sicherheitsrouter hacken. Leck mich am Arsch, ist das interessant. Es tut mir leid. Das interessiert mich jetzt sehr. Das möchte ich als nächstes machen. Ich weiß, aber das ist wieder so ein Spiel, das ist wieder so typisch Wolf. Ja. Hat ein Ziel und wird wieder 800.000 Mal abgelenkt. Ich weiß, in dem Part machen wir jetzt eh keine Story mehr, dann mache ich das jetzt noch. Ich weiß, die meisten von euch interessiert eh die Story. Kann ich einfach... Okay. Dann werde ich das so machen. So, jetzt muss ich den raus, damit ich hier einfach chillig runter kann. Ich werde mich versuchen zu konzentrieren, zuerst mich um die Hauptstory zu kümmern, damit eure Gelüste befriedigt sind. Und danach werde ich mich wahrscheinlich erstmal um den ganzen anderen Scheiß kümmern. Ich nehme einfach mal den Wagen, den wir da hinten haben. Moment mal, ich kann den hacken. Zugriff über Geldautomaten 200. Naja, komm, das reißt jetzt nicht raus. Kommen da Leute aus dem Kino raus, oder was? Ich stehe direkt neben ihnen und ich fange die an zu hacken, na klar. Oh. Ach komm schon. Sie gehen nach Flow? Klar.
So, jetzt läuft aber Mucke. Die mache ich. Ich mache die gleich aus. Ich steige eh gleich aus. Ich mache die bis zum nächsten Part mal die aus. Wie gesagt, das ist mir einfach. Das ist mir einfach nicht wert, dass ich mich von irgendwen ans Bein pissen lasse, weil Mucke läuft und so. Das Spiel läuft super flüssig, aber beim Autofahren kackt es ganz schön hart ab. Hypochonderin, alles klar. Dann reist du kürzlich nach Orlando, den kann ich auch hacken. Okay, reißt also gar nichts raus. Das ist einfach nur so für uns, so just for fun, nehme ich mal an. So, und hier ist jetzt irgendwas Interessantes für uns. Sprengen. Oh. Wow. Da ist auch der Penner da hinten aufgewacht. Ist er abgehauen? Nö. Wurde vor 4 Jahren als vermisst gemeldet. Mensch, na dann. Gucken wir hier mal ein schönes Auto. Und jetzt können wir doch da irgendwie hoch. Ja, also er hat schon ein paar Skills, da kann man nicht meckern. Eindringen. So, nu? Können wir jetzt zum ersten Mal irgendein lustiges Hacking-Spiel machen, oder? Was muss ich jetzt hier tun? Ich muss wahrscheinlich dem Weg folgen. Und das muss ich jetzt aufmachen. Ah, hier haben wir doch was. Ah, ich muss die Verbindungen quasi setzen. Nach da oben, aber dann geht's hier nicht weiter. Nee, es muss doch bestimmt so sein, oder? Aha, jetzt hat passiert hier was. Jetzt hat Komma zusammen. Dann muss ich den wahrscheinlich so drehen, dass er nach unten geht. Jawohl. Und das passt. Ich glaube, das war's. Okay, habe ich gecheckt? Ich hasse dich, du ekliger Wal. Was? Jammerst du und meckerst du? Willst du nicht Kontrolle über dein Leben übernehmen? Sieh dich an, wovor hast du Angst? Tu es einfach. Keine Entschuldigung mehr, kein Gejammer. Verdammt, mach es einfach. Okay. Bankkonto 420 Dollar. Das reißt doch nicht raus. Wir haben doch jetzt nicht wegen 420 Dollar das Ding hier gehackt, oder? Wirklich? War's das? Oh oh. Okay, also ich darf mir nicht unendlich lange hier fester reinhacken. Privatsphäreneinbruch. Ach so, wir machen jetzt einmal eine Privatsphäre, haben hier irgendein Telefonat gehört und ja, wahrscheinlich noch ein bisschen Geld abgehoben, ne? Ich verstehe, okay. Und damit haben wir auch 0,5%. Fuck yeah! Nee, aber ich finde das mega göttlich. Ich finde das übergeil. Ich nehme mir auch gleich das Auto. Und dann passt das. Ah, oh, nächster Song und halten verstopft. Das ist cool, dass man hier einfach so durchscalen, switchen kann. Ich klicke mal so ganz kurz durch, damit ihr lesen könnt, was so der Soundtrack von dem Spiel ist. Aber bisher haut mich hier eh nichts um. Ich nehme an, dass es hier keine Radiostationen gibt, sondern nur eine bestimmte Anzahl von irgendwelchen Songs. Nee, der Soundtrack interessiert mich auch gefühlt gar nicht. Naja, immerhin Alice Cooper. Ansonsten... Oh! Help is on the way von Rise Against. Das ist schön. Toller Song. Aber ich glaube, der Rest reißt nicht raus. Ja, immerhin sind da doch schon ein paar Songs. Also so ganz so schnell sollte man die nicht durch. Haben wir jetzt mal durch. Gut. Passt, meine lieben Freunde. Dann war's das jetzt mit Teil 2. Mal kurz ein bisschen die Gegend erkundet und geguckt, was man noch so machen kann. Also mir gefällt's mega. Ich stehe total auf die offene Welt, dass ich hier einfach überall rumschnüffeln kann und Stealth und hast du nicht gesehen. Finde ich mega awesome. Ich hoffe, ihr auch, sodass wir uns im dritten Part wiedersehen. Ich versuche mich auf die Story zu konzentrieren. Ab und an werde ich mal wieder wegswitchen. Das wird schon passieren, aber egal. In diesem Sinne, bis morgen. Haut da rein. Ach, bis morgen. Vielleicht gibt's noch ein Part. Ich bin voll heiß drauf und Bock.
Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe es hat euch gefallen, das war's für diese Folge. Wenn ihr eine Menge Spaß hattet, dann gebt dem Video noch einfach einen Daumen nach oben, denn das würde mir für die Zukunft sehr helfen. Wenn ihr noch mehr Let's Plays sehen wollt, dann klickt einfach hier links auf die Let's Play Spalte, denn dort kommt ihr auf eine Playlist mit über 100 angefangenen Let's Plays. Da denke ich mal, wird bestimmt was für euch dabei sein. Und wenn ihr keine Lust mehr auf Let's Plays habt, dann klickt ihr einfach rechts, denn dort könnt ihr auf eine Playlist kommen mit unseren Real-Life-Videos, Frittieren und Co. Da werdet ihr bestimmt auch eine Menge Spaß haben, denn die Videos sind absolut abgefahren. Und wenn ihr in Zukunft den Wolfpack joinen wollt und kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt unten auf Abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.